Ja, wir sind die Projektgruppe, die sich zum Thema Wandelplattform beschäftigt hat, IT-Plattform, Netzwerken. Schon im Vorfeld dieser Konferenz, und ich glaube, das war ein wesentlicher Aspekt für den Erfolg der ganzen Konferenz, des ganzen Treffens, wurde online sehr viel zusammengearbeitet. Über Telefonkonferenzen, über Chatforen, über Foren, generell über E-Mail-Verteiler. Und da ist uns als Wandelbewegung nicht nur wichtig, diese Tools nutzen zu können, sondern auch die Frage, wie diese Tools verwaltet werden und wem sie gehören und eben, dass sie offen sind, dass sie frei verfügbar sind für alle Wandelinitiativen. Und aus dieser freien Verfügbarkeit sind ganz viele Grassroot-Initiativen entstanden, ganz viele kleine Initiativen, gute Projekte, Innovationen. Und hier auf dem Makers Lab 2018 haben wir versucht, diese Initiativen zu verbinden. Damit eben auch wenn es viele kleine Plattformen gibt, die Menschen plattformübergreifend auch miteinander kommunizieren können. Und das war eigentlich unser gesamter Prozess. Wir haben angefangen, über Schnittstellen zu sprechen, angefangen auch so ein bisschen zu überlegen, was sind mit Datenschutz, was sind mit rechtlichen Verbindlichkeiten damit verbunden. Am Ende wirklich dazu gekommen, zu sagen, wir wollen die Intention ausgesprochen, wir wollen eine gemeinsame, auch einen gemeinsamen Namen nutzen, gegebenenfalls ein gemeinsames Label, unter dem wir uns vernetzen. Und eine gemeinsame Institution aufbauen, die uns untereinander vernetzt. Hier gibt es eben einen Verein aus Leipzig, Frikonale e.V., der auch sehr viel da begonnen hat, an dieser Vernetzung zu arbeiten. Und es gibt eine ähnliche Initiative aus Österreich, nennt sich Art of Collaboration, die ähnlich, Cooperation. Cooperation, Art of Cooperation, die sozusagen ähnliche Vernetzungsgedanken hat. Und eigentlich mit den beiden Initiativen wollen wir jetzt zusammenkommen und einen weiteren Prozess gestalten, hier die Plattform zusammenzubringen. Danke, Helmut. Und vielleicht noch ein paar Worte zu dem, wir haben uns heute hier getroffen. Mein Name ist Jasmin Dorfstetter, ich bin Teil des entstehenden Art of Cooperation. Und es geht genau darum, dieses Online-Zusammenarbeiten mit den Tools, die wir haben, mit Hilfe der Digitalisierung, aber das Offline nicht vergessen, weil das ist ganz, ganz wichtig und das haben wir einfach gemerkt im Laufe der Jahre, nur online reicht nicht. Und deswegen sind solche Treffen ganz wichtig. Und dann kann man wieder Energie und das Bonding quasi mitnehmen, dass wieder eine lange Zeit auch einfach offline geht, weil man sich dann kennt, weil man sich erfahren und gespürt hat und weil man das zwischen den Zeilen sieht und spürt, was online nicht funktioniert. Ganz wichtig. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir das hier machen konnten.